Guten Morgen oder wann immer ihr das schaut. Servus. Hier ist der Joe von Alex und Joe Golftipps. Hier ist der Alex, so heiße ich nicht. Hier ist der Joe von Alex und Joe Golftipps. Und heute ist die Senior PGA Open, Senior Open im Golfclub St. Eurach. Wir haben jetzt hier heute zwei oder drei Tage, wo wir richtig gutes Golf spielen müssen. Ich bin ganz früh Startzeit, wir haben einen Zweierflight nur. Und jetzt schauen wir mal, wie das wird. Konzentration ist da und das Spiel ist auch da. Jetzt müssen wir es nur noch umsetzen. Ne? Drück die Daumen. Ja, kannst du schon gern was sagen. Hallo, servus. Hier ist der Joe von Alex und Joe Golf Tipps. Und die Alex neben mir hat sie gerade bei der Anmoderierung schon echt gehabt. Hallo, hier ist der Alex. Schau die Berge, wie schön. Ja, super, das war eine so. Es ist mir klar, warum das praktisch so ausgegangen ist. Warum? Das war super. Auf der Driving Range dahin, toll, meine Schläge, alles super. Und ja, wir haben uns ja doch einiges vorgenommen für die PGA. Also das muss man einfach sagen. Und es hat sich auch gut angetan. Da Bunkerspiel, zack, bumm, an die Fahne. Super, jetzt an die hintere Fahne, den nächsten wollte ich spielen. Schaut euch das mal an. Also das ist halt einfach bam, an die hintere Fahne, super. Ja. Ja, und St. Eurach, erstes Loch, also ich habe einen Zweierflight, habe ich ja gerade gesagt gehabt, der Mitspieler hat gesagt, wenn er gut spielt, will er auf dem Video drauf sein. Also ihr seht nur mich. Ich verstehe die Jungs manchmal wirklich nicht, aber ja, so ist es. Ja, oh, da habe ich den Ball gesagt, er soll bremsen, weil er war rechts. Also war so ein Fade, so ein bisschen mehr fast. Da spielt man kein Fade auf dem Loch. Na, gerade wollte ich spielen. Und da hätte ich auch spielen können. Ja, da war jetzt ein bisschen im Tiefen. Also, obwohl es ziemlich trocken war, war es wirklich ziemlich tief. Da musste ich jetzt so ein bisschen so einen Slice rumspielen. Ja. Ja, der war eigentlich super, nur der Slice hat gefehlt. Mhm. Ansonsten hat er passt. Ja, der Jens, der zeigt die Gegend. Also ich habe gesagt, zeig mal, wie das Loch da von oben aussieht. Das ist gar nicht mal so schier, sagt man auf Deutsch. Schier ist bayerisch. Ach so, ist bayerisch. Na dann. Na dann. Oh, der Chip, mein erster Chip. Wow. Ja, immerhin ist grün getroffen. Ich weiß nicht, ist er noch im Grün? Hm. Ja. Da ging es bergauf, gell? Ja, in die Richtung, ich habe anders Break sehen, aber gut, es ist nicht schlimm. Wir sind halt mit einem Bogey gestartet. Es macht überhaupt nichts, ich war gut drauf, alles gut, alles super. Da der Schlag, schön ruhig. Also, ja, man muss ja auch sehen, das war bloß ein bisschen weit rechts, aber... Ja gut, okay, man muss ja sagen, es ist alles sehr ja, hart. Der ist aber schon vergangen. Der springt natürlich auch. Vergessen. Ja, da habe ich mich über den Abschlag noch aufgeregt gehabt. Dann hat er Ernst gesagt, ich soll es vergessen, weil ich so dem Abschlag noch hinterhergerannt bin, weil der hat mich genervt. Aber alles gut. Der Chip mal schön, zack. Alles gut ist mein... Schade. Ja, ihr seht, also... Wir geben hier Gas, der Platz, ihr habt ja schon... Wir, du gibst Gas. Ja, wir, denn? Ich seh das wie für den Jens. Jens, du schaust es ja an, ne? Ah, Eisen 4 langt da locker. Wir machen da keine große Hektik auf dem Platz. Na, also habe ich noch, glaube ich, ein Gap-Wedge oder so aufs Grün gehabt. Ja. Der passt. Ja. Super. Nicht so schlecht. Na, also. Nicht so schlecht. Kontrolliert, ja. Zu Birdie legen, also alles in Ordnung. Ihr seht, von den Grüns her, die sind echt gut schnell. Was denn? Na. Die Gefahr, da ist keine Gefahr zum Bogey, da ist das Birdie halt schon immer im Visier. Das ist ein geiler Abschlag. Das ist ein geiler Abschlag. Da geht so dogleg links, den muss man so leicht um die Bäume rumzirkeln. Das habe ich echt super gemacht auch. Also
ganz toll, sieht man den Ball noch da hinten verschwinden. Also da habe ich glaube ich auch bloß noch ein Sandwich aufs Grün gehabt oder so. Mhm. Ja. Ja, die Grüns waren auch. Ach, da habe ich nur die Faust zeigen, die Bäckerfaust. Bam. Hä? Was sagst? Wow! Was sagst? Übrigens, ihr seht, nichts mehr mit Bier oder so. Ist ja jetzt heute Wein. Summertime. Ja. Ja, da haben wir wieder einen Abschlag, auch mit dem Eisen. Also ich habe meistens Eisen, wie ihr seht, Eisenklangtreiber brauchst du an dem Platz eigentlich kaum. Ja, also wie gesagt, die Feuerwehren und so weiter wird ja auch sehr hart gewesen sein. Ja, ja, natürlich. War leider nicht dabei. Ja, ja, schon wieder nicht dabei. Also echt, so viel Arbeiten andauern, das geht mir langsam am Senkel. Vor allem, ich hätte es schon gebraucht. Also so ein bisschen so zur Unterstützung, dass wenn man mal einen Fehler macht, ne? Da auch wieder zum Birdie legen. Und ja, ja, die Linien, das. Ich habe die Grüns einfach nicht so gut gelesen. Ich kann nicht sagen warum. Aber wie gesagt, ihr wisst ja, ich habe meinen neuen Putter bestellt. Der ist aber immer noch nicht da. Hallo Firma Callaway, ich möchte gerne meinen Putter. Da habe ich jetzt einen Driver genommen, weil wir haben Gegenwind gehabt. Ja, bei 3,41 nehme ich dann einen Driver. Frag mich nicht warum, aber es hat schon ein bisschen Blasen. Aber mein Driver war ich sicher. Eisen 9. Das waren, glaube ich, 136 Meter oder so. Den habe ich ein bisschen zu weit rechts. Schade. Ja, aber auch schöner Chip, oder? War okay. Okay. Ja, nicht ganz so nah, aber alles gut mit dem Putten, ne? Das ist kein Thema. Wenn man halt richtig drin spielt. Ja, war jetzt halt ein dummes Bogey. Ja, mein Gott, jetzt bin ich halt plus eins. Birdie-Chancen waren genug da. Jetzt kommen wir zum Paar 5. Das ist mit dem zweiten leider bei Gegenwind nicht erreichbar. Jetzt komm, es tut nicht so viel Gegenwind. Ne, wir haben da Gegenwind gehabt. Also war halt, das war nicht schlimm, um Gottes Willen. Ja, also bitte. Es war dann trotzdem spürbar. Gegenwind. Ja, Gegenwind. Hallo? Ja, ja. Gut. So, da habe ich jetzt schön vorgelegt. Da habe ich Eisen 5 genommen. Einfach vorgelegt. Da, bumm, seht ihr, springt ein bisschen nach rechts. Alles gut, ich habe den links angehalten. Keine Gefahr. Da dachte ich eigentlich, ich bin high. Bin Pin High, Entschuldigung. Nee, das ist ein High vielleicht. Aber da waren einmal viele Meter, aber ich wollte nicht so lang, weil hinter der Fahne, wie gesagt, das Grün halt zu Ende ist und ja, wollte lieber zu kurz als zu lang. Schade halt. Sollte ja schon näher an die Fahne, aber gut, war sicheres Paar. Eisen 5 war das, das waren an dem Tag waren es 100, ich glaube 187 Meter oder was, das war Eisen 5, was ich geschlagen habe. War aber okay. Ihr seht übrigens links unten Sponsor Golf and Travel. Also wenn ihr euch über Golfplätze informieren wollt, Videos von uns sehen wollt und die da auch mit drauf sind und über 400 Berichte sind da drauf, journalistische, schaut das an, gell? Also könnt ihr gerne mal drauf schauen. Valderrama und Pebble Beach, da sieht man mal Löcher, die man sonst nicht sieht. Ja, an der 9. Da habe ich den Drive nicht ganz so gut getroffen, bin ich mal ganz ehrlich. Da war ich mir nicht auch sicher, was ich nehmen soll. Jetzt war ich da an den Bäumen. Schau, haben wir schon wieder. Warst du nicht sicher? Da war, genau. Das ist mein Problem, wo ich ja danach, ich war ja nach, vor dem Turnier, wollte ja nichts ändern. Und nach dem Turnier habe ich mich ja in psychologische Betreuung begeben. Und weil das war genau der Punkt. Also wenn du dir nicht sicher bist, wenn du nicht die Schläger in der Hand hast, oder wenn du den richtigen Schläger hast, aber du es nicht sicher weißt. Vor allem sollst du das auch erst entscheiden, praktisch, wenn du am Ball bist. Also nicht vorher schon während dem Gehen, das nimmst du da hin. Das ist dann wirklich, ja. Entscheidung fällt am Ball. Ja. Ja, auch wieder und ein bisschen. Und
durchziehen. Und auch beim Putter. Ich bin mal beim Putten halt, wie gesagt, ihr wisst, seht ihr, ich habe so viele verschiedene Putter ausprobiert. Er hat noch nie gut geputtet. Habe ich schon mal. Vor meiner Zeit. Ja. Auch da lockeres Dreierholz haut man da runter. Jetzt kommen meine Lieblingslöcher. Aber leider ist man dann zu lange im Bunker. Da habe ich Eisen 4 rausgespielt, schön vor. Mitte Bahn. Ja. Ja, alles gut. Ja, wie gesagt, mit den Längen war man da einigermaßen auch sicher. Ich war manchmal ein bisschen zu kurz. Ich hätte gerne immer schon genau die Längen gehabt, aber da bin ich mit den neuen Eisen noch nicht so. Da scheint zum Birdie knapp vorbei. Also ich habe jetzt so viele Birdie-Chancen gehabt, du siehst. Weil sie scheißt mir immer zusammen, wie ich da spiele. War aber keins. Nein, war keins. Wieder keins. Ja, da hat er sich auf so einen Hochstand begeben, der Jens. Da muss man einfach vor aufs Fairway. Da ist das Fairway, glaube ich, gefühlt 150 Meter breit. Also Pitching Wedge. Wollte ich schön reinfaden. Oh nee. Genau. Oh nee. Oh nee. Boom. Bunker. Mhm. Ja, da gesehen, wie der im Bunker aufgesprungen ist, wie hart es da war. Also echt Wahnsinn. Sozusagen. Ja, ja, alles gut, aber. Aus dem Bunker hast du gesehen, im Training habe ich vorhin rausgehauen. Gut. Ja, das war dann wieder, ich war mir halt nicht sicher. Und ja. Warum kann man sich beim Bunker nicht sicher sein? Ja, das ist genau der Punkt. Ich bin mir im Bunker sicher und ich wusste nicht genau, wo ich ihn aufkommen lassen soll, wie ihn genau spiel und. Also, ja. War schon mal Fünfter. Und schon verändert sich die Körperhaltung. Genau, und dann geht's los. Das ist halt das Problem. Da muss man dann versuchen, sich eben zurückzuholen. Ich mache auch ein Video daraus, weil es schaut ja bei mir jetzt ein bisschen anders aus. Kann ich ja schon mal sagen. Ja. Nehme ich auch. Ja, der war bloß ein bisschen flach gepresst, aber der ist nicht liegen geblieben. Also ja, was? Der war halt ziemlich. Ja, was? Der war echt schlecht. Der war nicht also schlecht. Hallo? Der war richtig schlecht. Na, der no, war. Nein, den wolltest du auch so nicht. Also, alles der gut. War ein bisschen dünn, ja, okay. Mm. Zack, Dreipad, also aus dem Vorgrün. Schade. Ja, das muss nicht sein. Das sind dann so Sachen, da ärgere ich mich dann selbst. Na. Ja. Jetzt kommen wir aber wieder zu den schönen Löchern. Zack, über den Bunker. Und dann rollt und rollt und rollt er. Theoretisch kann man fast das Grün angreifen. Also. Dann hat man noch ein Lobwedge so aufs Grün, irgendwo so 60 Meter, 70. Ja. Parishaus. Leicht nicht daneben. Genau. Den wollte ich unbedingt. So, von der Gefühlslage her. Schwerstes Loch am Platz. Ah ja, das ist das, was ich damals gesagt habe. Das ist und dann habe ich ihn gleich mal unterschlagen. Also, da habe ich kurz gezögert, was ich machen soll. Das ist genau der Punkt. Und wie gesagt, ich werde euch das auch nochmal in einem Video erklären, was man machen muss im Turnier, wie es da wichtig ist, weil wenn es einer erklären kann, meine mit dem ganzen negativen Zeugs. Ich kann auch mitreden. Ja, okay, du kannst auch mitreden. Also Eisen 5 habe ich jetzt da nochmal vorkaut. Ja, aber alles kein Thema. Chip mir den halt da vor. Hm. Das ist schon ein Thema, Entschuldigung. Aber ihr seht, wie der Wind hinten bläst, ne? Also zum Thema Wind. Also du erzählst, Wind, weiß ich. Schau mal den Wind hinten an in die Bäume. Da sind die Bäume. Schau hin.
Ja, aber eigentlich wow. auch. Ja, ja. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das gut gefunden habt. Schreibt es in die Kommentare. Bitte, ja. Ja, genau. Und da auch ein Eisen 4 einfach nur abschlagen, über die Ecke drüber, weil es so lang ist, bis hinten in die Wicken. Mein Mitspieler hat es gemacht, der war dann auch in die Wicken. Ich weiß gar nicht, warum der Holz genommen hat. Und dann hat man hier noch ein Eisen 9 oder vielleicht, also ich habe jetzt ein Eisen 9, ein Eisen 8 so in dem Bereich da gehabt. Ja. Die kriegt man bei Wind auch besser unter Kontrolle, solche, etwa wenn es ein bisschen länger ist. Haben wir wieder eine Birdie-Chance gehabt. Und ja, leicht vorbei wieder. Ja, sicheres Paar. Da war dann so eine Dame oben gestanden mit ihrer Fahne. Die anderen waren schon am Grün. Und wir haben da, glaube ich, 10 Minuten gewartet. Also, die hat uns die Fahne nicht gezeigt. Und wir dürfen ja nicht, ja, schön wie es da steht, zwei Arme hat es hochgehalten. Also, falls ihr es sieht, wenn die auf dem Grün sind, kann man die Leute spielen lassen. Da kommt man nicht hin aufs Grün. Was macht die Jens? Die hält noch oben. Der Jens hat es mit der Kamera angeschaut, weil ich habe es nicht so genau gesehen. Jetzt habe ich mal 3 Holz genommen. Hab das da vorgenagelt. Besser kann ich nicht. Und das ist, du siehst das Loch eigentlich, das Grün nicht. Perfekt. Du siehst nur die Fahne, hast du noch gesehen. Den habe ich perfekt zum Fahne. Also ich war mir sicher, also der muss eigentlich an der Fahne liegen. Mhm. Der war genau zur Fahne hin, da war ich zu kurz. Da geht's bergauf! Da geht's bergauf! Was haben wir gelernt? Was haben wir gelernt? Schaut hin! Oh! Na, der war nicht schlecht! Der vorherige war schlecht! Ja, das, oh, der kann aber rein! Wir haben gelernt, dass praktisch. Ja. Kurzer geht nicht! Also, da habe ich jetzt ein Eisen 8 genommen, so eure Information, 174, und die Fahne war bei 170 und ich wusste, rechts oben, wenn du den Ball hinspielst, der rollt immer runter. Aber da bist halt dann leider zu lang. Bei 100, was waren sie, ich glaube 100. Ich wollte gerade sagen, bei 164 Meter, oder? Eisen 8, ja, ja, da bin ich zu lang. Das ist das Problem. War du ein kannst bisschen mich rücken. Alleine lassen, jetzt ist so. Ja, du fehlst halt. Du fehlst halt einfach, das ist das Problem. Leider nur das Paar, es ärgert mich schon. Nichts aufgeholt. Nichts aufgeholt. Aber schöner Blick in die Beige. Ja. Ja, da haben wir jetzt die. Ach, da musst du ein bisschen rechts liegen, dass du dann das Grün angreifen kannst. Und dann geht's da echt. Ich wollte unter die Bäume durch und habe ihn ganz leicht noch erwischt, den Baum, den linken da, die Blätter. Aber der war super gespielt, flach drunter. Ich kann ihn auch nicht besser. Besser geht immer. Aber fast das Grün erwischt. Das ist ein paar Zentimeter zu früh aufkommen. Das sehe ich jetzt erst. Ich wusste es vorhin nicht, weil wo er aufkommen ist, habe ich nicht genau gesehen. Und wäre an der Fahne gewesen. Und schaffen wir es, Birdie? Und? Nein. Ja, das waren jetzt schon wieder die 18 Loch, gell? So schnell geht es, wenn man alleine spielt. Und eine 6 über, ja, mit ein paar Aussetzer eben im Kopf. Und ihr wisst ja Bescheid, wie das bei mir so ist. Schade aber drum. Schade drum, ja. Da war viel, 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 viel mehr drin. Also der Führende war minus 2 und dann kam viel aber mehr, lang nichts. Aber ich war 17. Das kann ich schon mal sagen nach dem ersten Tag. Und der zweite Tag folgt zugleich. Und ansonsten danke fürs Zusehen. Ciao, servus. Servus. Und baba.